Mann faked 2 Jahre lang sein Koma. Dieser Mann hat 2 Jahre lang sein Koma nur vorgespielt, um einer Gerichtsverhandlung zu entgehen. Aber das Unglaubliche ist, wie er schlussendlich gefasst wurde. Sein Name ist Alan Knight, er kommt aus England und er hat von seinem 86 Jahre alten Nachbarn rund 40.000 Pfund, umgerechnet 46.000 Euro gestohlen. Als die Polizei dann Ermittlungen eingeleitet hat, verzögerte Knight den Gang vor Gericht, indem er behauptete, ein Tetraplegiker zu sein, der periodische Anfälle hatte, die ihn in einen komatösen Zustand versetzen. Tetraplegiker ist eine Form der Querschnittslähmung und er behauptete, sich die Verletzung, die aus der Lähmung hervorgeht, durch einen Unfall an einem Garagentor zugezogen zu haben. Selbst als er ins Krankenhaus ging und die Ärzte nichts feststellen konnten, weder Verletzungen an der Wirbelsäule noch sonstiges, ging er trotzdem weiter zu den Ärzten, um die Lüge aufrechtzuerhalten. Das Ganze hat er 2 Jahre lang so durchgezogen. Immer wenn Gutachter und Polizisten ihn zu Hause besuchten, legte er sich schnell in sein Pflegebett und täuschte vor, dass er gerade einen Schub hat und gelähmt sei und oft auch, dass er gerade im Koma liegt. Doch dann hat er einen Fehler gemacht. Es wurden Bilder auf seinem Computer gefunden, wo er mit seiner Frau in der Öffentlichkeit und auch in Freizeitparks und so weiter unterwegs war. Und das, obwohl er vorgab, zu dem Zeitpunkt im Koma gelegen zu haben. Außerdem hat ihn eine Überwachungskamera in einem Supermarkt beim Einkaufen gefilmt. Man hat ihn daraufhin 2014 zu 14 Monaten Haft verurteilt. Aber eins muss man dem Mann schon lassen, also er ist ein verdammt guter Schauspieler. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Bye, bye.